Wir sitzen hier, André Starke und ich, direkt vor der Deutschen Börse bei bestem Wetter, könnte man meinen. Und er hat mir gerade einen Witz erzählt. Den soll er euch jetzt erstmal selber erzählen. André, was war das? Ja, wir haben auf die Märkte geguckt und die besseren Arbeitsmarktdaten gesehen, aber haben im News-Ticker auch gesehen, dass die SPD-Fraktion den Abgeltungssteuersatz abschaffen möchte auf Zinserträge. Als wenn es überhaupt noch Zinsen in Deutschland gibt in und dafür den Einkommensteuersatz wieder einführen. Da sage ich doch, Leute, Quatsch, ja, da muss man doch schon lachen, so traurig ist das. Da haben sich viele Leute für viele, viele Tage wieder Gedanken gemacht, was sie tun können, um eine Nullsummengeschichte abzuschaffen. Na, wie geil ist das denn? Jetzt tatsächlich die Arbeitsmarktdaten. Heute gab es ja die Initial Claims und die Continuous Claims aus Amerika. Es sieht gar nicht so doof aus, haben wir gesehen. Absolut, die Zahlen waren besser als erwartet. Ist ein bisschen überraschend. Durch die steigenden Covid-Zahlen möchte man meinen, dass es da wieder nach oben geht. Und der Markt hat auch entsprechend reagiert. Der DAX war gerade schon bei der 12.600, ist jetzt wieder ein paar Punkte runtergekommen. Aber zumindest kurzfristig sieht es da gar nicht so schlecht aus, oder? Absolut. Insbesondere charttechnisch würde ich sogar sagen, dass die Bewegung, die wir jetzt nach oben gesehen haben, schon latent wieder fünfwellig, also für das, was ich jetzt als Alien-Wellen-Freak sagen würde, impulsiv aussieht. Und wir wissen, Impulse sind sehr, sehr gerne in die Haupttrendrichtung. Das müssen wir natürlich noch beobachten. Aber wenn der Markt da korrektiv runterkommt, dann ist da unter Umständen noch mal mehr drin. Wie siehst du aktuell die Situation eigentlich? Ich muss sagen, momentan sind wir ganz stark im Sommerloch. Das merkt man ja auch in der Trendphase. Die Momentumbewegungen sind raus. Ich glaube, bis zum 20. Das ist so mein Sweet Spot, wo ich wieder Short-Positionen aufbauen würde mit meiner Strategie Sommerloch-Short. Passiert erstmal weniger. Und wir sind ja auch im Wesentlichen seit Montag in dieser Handelsrange zwischen 12.500 und 600. Der amerikanische Markt ist momentan ein bisschen schwächer, auch eben wegen dieser Covid-Story. Aber um ehrlich zu sein, da tut sich nicht viel. Andere Bewegungen wie im Gold sind da schon deutlich spannender, oder Rüdiger? In der Tat. Gold ist ja nach oben gegangen wie nichts Gutes. Wir hatten vor kurzem ja im Trade des Tages ein Gold vorgestellt. Der ist ja gar nicht so doof ausgegangen, so wie das aussieht zumindest mal. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie es aktuell aussieht auf dem Goldkurs. Deshalb ruhig selber nochmal auf den Markt gucken. Das ist ja immer ganz spannend. Hast du noch irgendeinen Tipp, was man heute oder aktuell noch mal beobachten kann? Also ich glaube generell, was gerade spannend ist, ist der Euro-Dollar, der ja diese starke Aufwärtsbewegung auch hinlegt. Ist ein bisschen verwunderlich, weil ja die Zahlen aus der Eurozone nicht so rosig sind. Gerade die Südländer haben ja relativ schwache Zahlen präsentiert. Aber der Euro steigt trotzdem und ich glaube, das ist so ein bisschen Repatriierung, dass die großen Asset-Manager auch das Geld aus den USA rausziehen, weil die eben schon nervös werden mit diesen steigenden Covid-Zahlen. Und ich glaube, der Trade, der kann noch einige Tage weiterlaufen, insbesondere eben bevor die Fed dann tagt. Gibt es ja auch diese Anomalie, dass der Euro dann generell vor einer Fed steigt, auch wenn die Entscheidung natürlich noch ein bisschen hin ist. Ja, in der Tat finde ich das immer sehr wertvoll, auch mehrere Märkte anzugucken. Viele sind dann versteift und sagen, ich bin DAX-Händler. Ich sage immer ganz ehrlich, wie schwierig das an den Märkten ist, das weiß fast jeder. Und dann aber noch zu sagen, aber wenn Gewinne, die müssen beim DAX sein, alles andere akzeptiere ich nicht, klingt ja nicht so clever. Deshalb die Idee natürlich auch mal, gerade jetzt, wo die Indizes so ein bisschen noch in der Findungsphase sind, noch nicht wissen, wo sie ihr Ei hinlegen wollen, dann mal auf die Währungen beispielsweise. Gold haben wir jetzt schon gesagt. Also Commodities natürlich immer wieder spannend. Crude Oil ebenfalls. Ja, wahnsinnig gelaufen. Wartest du da eigentlich auf einen Rücksetzer bei Gelegenheit? Könnte man sich vorstellen, nach dieser Bewegung, die wir da seit dem Mai gesehen haben. Ich habe eine spannende Strategie auch entwickelt. Ich habe ja die Anomalie, dass freitags und am Freitag Silber und auch Gold steigt. Wir haben das jetzt auch mal bei Öl untersucht und das hat wirklich perfekt auch wieder funktioniert. Könnte mir vorstellen, dass da viele physische Händler das Öl eben auch kaufen, damit sie es übers Wochenende verfrachten können. Ist ja ein großes Thema gewesen mit den ganzen Tankern und am Freitag sieht es eben rein statistisch aus, als wenn das Öl tatsächlich auch öfter nach oben geht als nach unten. Trefferquote ungefähr so 58%. Ist nicht die Welt, aber ist wieder so ein kleiner Vorteil, wenn das eben mit der Technik zusammenfällt, dann vielleicht da am Freitag, also morgen, auch eher mal in eine Long-Position reinzugehen. Ihr hört schon, André ist auch mit Wahrscheinlichkeiten unterwegs. Ich als Elliott-Wellen-Freak ja sowieso. Ich gucke mal sehr stark, welche Verhaltensmuster am Markt sind sehr, sehr typisch. Du bist sehr, sehr saisonal unterwegs und guckst eben die großen Trends. Wir hatten über Sommerloch gesprochen oder hattest du erwähnt schon, aber eben auch die etwas kürzerfristigen, jetzt mal übers Wochenende. Tatsächlich, das gegebenenfalls zu kombinieren, das heißt, wenn man sagt, hey, theoretisch müsste es saisonal jetzt nach unten gehen, charttechnisch gibt es jetzt ebenfalls diese Indikation, dass das passiert. Ich denke, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Mensch, André, ich finde das total klasse. Schön, dass wir uns hier jetzt getroffen haben. Toll, dass wir hier mal in der Dreierrunde miteinander uns austauschen konnten. Viel Spaß an den Märkten noch. Der Markt ist so spannend aktuell. Es lohnt sich immer wieder drauf zu gucken. Ich sage toi, toi, toi. Und wir sehen uns in Bälde wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.